Allein von außen sind heutige Mähdrescher ja schon imposant genug. Aber was steckt eigentlich unter der Haube und wozu ist es gut? Darum geht es im folgenden Video. Viel Spaß damit! So, das ist ein Schaltwerk. Hier unten am Schaltwerk haben wir erstmal die Ehrenheber. Die können also, wenn das Getreide auf dem Boden liegt, dann können die noch den Spitzen unter die Halme kommen und können dort Getreide noch hochheben, dass das noch in das Schneidwerk reinkommt. So, dann haben wir hier, die nennen sich Finger, das quasi, oder fangen wir mal hier an, sind also die Messer. Die schneiden dann das Getreide unten ab und die Finger hier, dann nennen sich Finger, das ist die Gegenschneide sozusagen, ja. Warum hast du jetzt ein paar umgedreht? Ja, die sind jedes immer so und so, also immer, das nennt sich Wechselschnitt, also das ist so Philosophie, ja. Die anderen Schneidwerke haben die alle gleich und hier sind eben umgekehrt, nennt sich Wechselschnitt, ja. Hier die Haspel, die ist quasi dafür da, wenn das Teil unten abgeschnitten ist, dass das auch in das Schneidwerk reinfällt und nicht vorne raus, ja. Oder die ist auch dafür da, besonders wenn das Getreide liegt und die heben das hoch und die Haspel zieht das dann rein. Also wenn das dann drin ist, dann ist hier die Einstecke. Das hat also in die Mitte. Ja, konnte man ganz gut sehen. Genau, und in der Mitte sind dann hier die Finger. Die ziehen das dann rein in den Querförderer. Und vom Querförderer geht es dann in die Dreschtrommel. Also das ist jetzt hier die Dreschtrommel. Genau. Und das hier? Das sind die Schlagleisten. Ja. Und sind 8 Stück auf der Dreschtrommel. Die Dreschtrommel hat einen Durchmesser von 60 cm. Ja. Und die dreht dann mit 900 Umdrehungen pro Minute und schlägt dann mit den Schlagleisten die Körner aus den Ähren raus. Okay. Ach, das ist auch nochmal die Trommel, oder? Ja. Genau. Hier hast du auch ein systematisches Bild, ja. Also die Trommel mit, und hier ist der Dreschkorb, ja. Das hier ist der Dreschkorb mit? Ja, genau, das ist und der Dreschkorb. Wie so ein Sieb, ja. Also ja. Ein Korb. So, die Körner werden dann rausgeschlagen und gehen normalerweise durch den Dreschkorb auf den Siebkasten, nennt sich das, ja. Und das Stroh geht ideal, also geht dann, sag ich mal, durch den Korb durch. Und oben ist eine sogenannte Wendetrommel, die greift das dann ab und dann kommt dann auf die Schüttler. Normalerweise gehen 90% der Körner direkt auf den Siebkasten und 10% muss man dann über die Schüttler nochmal rausholen mit. Raussieben, ja. So, jetzt sind die Körner ja aus der Erde rausgeschlagen worden. So, jetzt ist natürlich nicht nur die Körner rausgeschlagen, sondern ein Teil Stroh. Geht auch durch den Dreschkorb und Spelzen und Grannen, wenn es Gerste sind, alles Mögliche. Und jetzt müssen natürlich dann die Körner von dem Rest getrennt werden. Dann kann man sehen, hier vordere, der höhere Teil, das ist der sogenannte Vorbereitungsboden, da ist also noch kein Sieb drin. Also wird einfach also nur, sag ich mal, geschüttelt, ja, und das, was schwer ist und klein ist, das kommt nach unten und die größeren Teile, die leichteren Teile kommen nach oben. Und dann haben wir da so eine Fallstufe, ab da kommt dann noch Wind dazu, ja. Ach, da bläst das Gebläse dann nochmal mit. Ja, rein. Genau. Und hier haben wir dann Siebe, ja. So, die Siebe kann man hier verstellen, in der Öffnung. Ja, zum Beispiel, ich mach das mal hier vorne. So, ja. Je nachdem, wie ich das brauche, kann ich die weiter zumachen oder weiter aufmachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Raps dreschen würde, ganz kleine, feine Körner, würde ich die ganz zumachen. Ja? Und alles, was dann durch die Siebe fällt, ist noch nicht für den Korantank, sondern kommt noch ein Sieb. Also das ist das Obersieb und hier, das ist das Untersieb, ja. So, das ist deutlich weiter zu und viel feiner als das Obersieb. Und alles, was durch das Untersieb fällt, kommt in den Korntank rein. Alles, was durch das Obersieb fällt, aber nicht durch das Untersieb fällt, kommt dann hier in diesen Schlitz. Dann läuft dann wieder zurück und dann gibt es eine sogenannte Nachdruscheinrichtung. Dann haben wir hier an der Seite zwei Druckelevatoren. Die drehen sich auch irgendwie mit 500 Umdrehungen. Ja, hier, das ist der Druckelevator. Da sind einfach so Platten drin und die drehen sich mit 500 Umdrehungen. Und schmeißen, hier ist so eine Reibplatte drin und dann schmeißt ihr wieder zurück auf den Siebkasten. Und so lang, bis das halt. Ja. Wie kommt es denn jetzt eigentlich vom Siebkasten hoch in den Korntank? Ja, zeige ich jetzt auch noch. Und hier ist ein Körnerelevator, da hat so Fächer und fördert das hoch. Das machst du jetzt mal auf, den Körnerelevator, kannst du mal sehen, wie der aussieht.
einmal. Zur Not sagen, hat der Lehrling nicht geschmiert. Ja, ich hab's mir fast gedacht, so sah es auch aus. So, hier ist diese Körnelevator. Da sind also hier diese Klappen, die an der Kette laufen und der dreht sich einfach immer nur. Ja. Oben schmeißt er das dann raus, halt mit Schwung quasi. Ne? Schmeißt er raus und dann ist eine Schnecke, die versetzt in den Korntank rein. Und jetzt schauen wir mal von oben rein. Das sind die Schüttler. Ich mache das dann erstmal Standgas laufen. Dann kannst du sehen, wie das funktioniert. Jo. Ne? Und alles, was durch die Schüttler, die Körner, die da noch durchgefallen sind, die kommen dann auch auf den Vorbereitungsboden und müssen dann auch durch den Siebkasten, um dann in den Korntank zu kommen. Zum Schluss noch eine Kleinigkeit zum Motor und zum hydrostatischen Antrieb. Wo ist denn jetzt der hydrostatische Antrieb? Ist das der oben? Da oben ist der Motor, ja. Die Pumpe. Ja. Dann musst du hier, und hier unten ist der Motor. Ist der Motor, ne? Ja. Nicht anfassen, ist heiß. Habe ich mir fast gedacht. Damit soll es das dann auch gewesen sein von der Getreideernte. Im nächsten Video wird kein Getreide geerntet, sondern da geht's dran, die Kartoffeln aus der Erde zu holen.